Hallo und willkommen zu meinem neuen Kanal Sipa Detailing. Hier dreht sich alles ums Autowaschen. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr eure Felgen richtig putzt. Um es richtig zu machen, benötigt es ein paar Produkte. Erstens ein guter Felgenreiniger, in diesem Fall dieser von Tuga Grün. Zweitens einige Pinsel und eine spezielle Felgenbürste wie die von EZ Detail. Drittens ein Schmutzentferner wie der hier von Surf City Garage. Viertens einen Eimer mit Sabber und Wasser, um unsere Pinsel und Bürsten zu waschen. Fünftens und zu guter Letzt ein Mikrofasertuch zum Trocknen der Felgen. Ich habe alle Produkte nochmals in der Videobeschreibung verlinkt. Hier seht ihr, wie verschmutzt die Felge und der Reifen wirklich sind. Diese sieht voll von Brennstaub und Dreck von der Straße. Fangen wir mit der Felgenreinigung an. Sprüht diesen in einer Distanz von etwa 20 bis 30 cm aus verschiedenen Winkeln auf, so dass ihr jede Ecke der Felge erwischt. Lasst es jetzt für gut 2 Minuten einwirken, bevor ihr den Pinsel nehmt, um es einzuarbeiten und all den Brandstaub und angesetzten Schmutz zu entfernen. Ihr seht, dass der Reiniger anfängt zu wirken, wenn er anfängt, sich lila zu verfärben. Ich lasse den Film jetzt mal im Zeitraffer weiterlaufen. Nun nehmt den Pinsel, um den Reiniger einzureiben. Am Ende fahrt ihr nochmal schnell ein zweites Mal drüber, damit ihr auch jeden Dreck erwischt. Nehmt nun die EZ Detail Bürste, um das Innere der Felge zu reinigen. Thank you.
Spült die Felge ab, entweder mit dem Gartenschlauch oder, wie ich es bevorzuge, mit dem Hochdruckreiniger. Nach dem Abspülen kommen wir zum Reifen. Nehmt einen Pinsel und den Schmutzentferner, in diesem Fall der von Surf City Garage Grime Destroyer. Verdünnt den 1:3 in eine Sprühflasche und sprüht ihn direkt auf den Reifen auf. Nun ein zweites Mal abspülen. Nun könnt ihr alles mit dem Mikrofasertuch abtrocknen und das Rad glänzt wieder. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr mehr solcher Videos in Zukunft sehen möchtet, so abonniert doch bitte meinen Kanal. Danke und bis zum nächsten Mal.